Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Vizumania. Heute zeige ich euch tatsächlich Zitadelle und dafür stehe ich hier in Dorf Jadestein schon direkt vor dem Portal, wo es reingeht. Es geht quasi hier bei Versteck der Dunkeldraken rein. Ihr könnt hier vor drei Quests annehmen und ja, falls ihr euch fragt, warum macht man das denn? Beispielsweise hier wegen diesem Ring macht man das, ja? ja. Also, von mir aus kann es dann jetzt losgehen. Ich denke mal, die Gruppe ist jetzt auch komplett versammelt. Das heißt, wir können starten und ich werde, wie auch bei den anderen Guides, was zu den Bossen erklären. Deswegen habe ich mir vorher auch schon Notizen gemacht, damit ich auch ja nichts vergesse. Ja, letztendlich ist Zitadelle nicht wirklich eine lange Instanz, was die Länge angeht, sondern besteht fast nur aus Bossen. Ja? Ihr kommt hier jetzt quasi rein, von Dorf Jadestein aus oder aus dem Verlies. Und hier befindet sich der erste Raum. Normalerweise ist es so, dass man hier einer lockt die Gegner an und dann klärt man die erstmal weg, lässt die Illusionisten stehen, alle bis auf einen oder so, wenn die Gruppe noch nicht versammelt ist. Und dann kann es quasi mit dem ersten Boss, ja, quasi direkt losgehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Skills alle so super raushaue als Parkierer, weil ich die ganze Zeit reden werde. Das heißt, ich bin abgelenkt im Gegensatz zu sonst. Das heißt, wenn irgendwas mal total bescheuert aussieht, kann das auch daran liegen, dass ich gerade aufnehme. So, sobald der letzte Illusionist da ist, ist verdrehter Buka erwacht. Und hier gibt es bestimmte Dinge zu beachten. Und zwar macht dieser Boss immer mal wieder fiese, fiese Sachen. Ja. Beispielsweise jetzt konzentriert auf seinem Hals. Ja, ihr fragt euch sicherlich, was ist das? Ja, letztendlich ruft der Boss gerade Halunken herbei. Und man muss den möglichst schnell betäuben. Wenn er denn betäubbar ist. Damit er das nicht macht. So, dann kam jetzt gerade schon Schultern, das habt ihr auch gesehen. Um das zu machen, muss man benommen machen. Das hat man dann tatsächlich sogar gesehen diesmal. Weil es kein Doppelbenommen war. Und jetzt macht er schon seine Beine. Das ist das dritte. Da muss man jetzt gleich Niederschlagen draufhauen. Ich bin natürlich so intelligent und mache das zu früh. Ja, ansonsten läuft der Boss hier rum. Bei Kugeln macht er eine fiese, bei den Schultern, die man auskugeln kann, macht er eine fiese AOE und beim Hals beschwört der Monster. Also er beschwört jetzt schon mal zwei Monster und wenn man das jetzt nicht macht, dann kommen halt mehr. Ja, ansonsten hat der Halsschmerz. Der beschwört ab und zu auch mal so Kreise, wenn er eine gewisse Anzahl an Kreisen hat, dann habt ihr verkackt. Ja. So, er hat jetzt gerade wieder Beine gemacht, das heißt, der Boss läuft rum. Und viel mehr gibt es zu dem Boss nicht zu sagen. Außer jetzt hier macht er wieder Schultern, das heißt, schnell genommen drauf. Ja, es ist. Letztendlich müsst ihr halt darauf achten, dass ihr immer jemanden habt, der niederschlagen kann, der. Ja, letztlich benommen und betäubt machen kann. Na, ja, bei Schultern halt genommen. Jetzt. Ja. Jetzt hat es beispielsweise nicht funktioniert mit den Betäuben, deswegen kommen jetzt mehr Monster. Ja, also gutes Beispiel hier, wie man es nicht machen soll. Da ist auch schon so ein Kreis, wenn ihr davon eine gewisse Anzahl, ich weiß nicht, jetzt gerade die Anzahl nicht mehr genau auswendig macht, dann ja, ist der Kampf auch vorbei. Und ihr könnt von vorne anfangen. Ich könnte jetzt theoretisch wieder buffen, aber das lohnt sich nicht für die Kraftprozent. Der geht so schnell down in einer 6er Gruppe. Wir sind hier nebenbei in der 6er Instanz. Oh mein Gott, da wäre ich ja nie drauf gekommen. So, wir haben den Boss besiegt und es geht direkt weiter zum nächsten Bossraum. Und ja, dort erwartet uns der zweite Boss. Hier vorkommen jetzt, ja, erstmal ein schöner Ladescreen. Hier vorkommen jetzt erstmal ein paar Monster, die man quasi mit in den Bossraum in der Regel zieht und dort kloppt. So machen wir das zumindest. Das soll jetzt hier auch keine Perfektlösung sein. Also es gibt sicherlich auch andere Methoden, wie man es theoretisch machen kann. Also das, was ihr jetzt seht, ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Lösung, wie man es machen kann. So kriegen wir es halt hin. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich nehme das Ganze auf, während ein Angriffsbuff da ist. Also das wirkt jetzt leichter, als es ist, aber wir schaffen die Instanz auch zu viert ohne Angriffsbuff. Also die 6er. Die 4er schaffen wir nicht, glaube ich. Müssen wir nochmal ausprobieren, wahrscheinlich. So, das ist der zweite Boss, Mulgaiko. Bei dem gibt es zu beachten, der spawnt bei 90% 2 Eds erstmal.
Dann, die müssen schnell gekillt werden, ansonsten macht der eine AOE, die viel, viel Schaden macht. Und ja, das kann man quasi dadurch verhindern, dass man die Edge schnell genug killt. Das heißt, teilt euch auf zwei Edge, ja, die kommen jetzt direkt hier, so. Kommt auch wieder eine Meldung, keine Sorge, also hier. Ja, die Elite-Waffen kommen herbei. Und da ist schon mal eine, die... In der 6er Gruppe sollte das nicht das große Problem werden. Eigentlich. Mit Buff. Deswegen mache ich meinen Buff hier auch immer erst bei 90%. Jetzt ist die, ja, versiegt. Und ihr seht das, der macht jetzt so eine schöne AOE. Die normalerweise Schaden macht. Außerdem, regeneriert sich der Boss, wenn man das verkackt. Und jetzt sind wir schon in der zweiten Phase. Dort muss man gerade jetzt aufpassen, dass man den immer, wenn er stunbar ist, stunt. Oder niederschlägt oder was weiß ich. Erzeugt jetzt infernalische Kugeln, den muss man ausweichen. Er springt immer auf jemanden und danach fängt er quasi an, jetzt gleich zu laufen. Und da muss man ihn möglichst schnell blocken, um den Spawn von weiteren Kugeln zu verhindern. Ja, da seht ihr das, der ist gerade ein Stück gelaufen. Stimmt quasi immer denjenigen an, der am weitesten weg steht. So, ich wurde jetzt gerade auch von so einer Kugel schön eingefroren, das passiert ja auch ab und zu mal. Der Boss geht jetzt sehr schnell runter. Normalerweise, wenn diese Phase vorbei ist, löst er alle Kugeln aus. Das wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Da muss man sich resistent machen und ja, oder halt eingefroren werden oder was weiß ich halt. Jedenfalls, dass man nicht getroffen wird. Das war jetzt nicht der Fall, weil ja, 6er Gruppe, AP-Waff und so weiter. Vielleicht mache ich da irgendwann nochmal ein Video, wo man das besser sieht. Jedenfalls, der Bach dann sagt dann, ja gut, die Kugeln lösen sich jetzt in so und so viele Sekunden aus und dann nicht auf die Sekundenzahl achten, sondern darauf achten, der macht dann nochmal 5 Sekunden. Da sind aber mehr als 5 Sekunden gefühlt vergangen. Und dann kommt als letztes, dass er in die Mitte springt und das macht und dann muss man sich quasi resistent machen. Ja. Ist auch jetzt alles nicht meine Aufgabe. Ich als Faktierer muss hier eigentlich immer nur buffen und vielleicht niederschlagen. Aber so, hier sind Monster, die kill ich jetzt auch mal. Weil die mich gerade nerven. Normalerweise kann man hier auch einfach runterlaufen. Der nächste Abschnitt ist quasi jetzt so endlich mal, nicht direkt der nächste Boss. Ihr seht hier 5 Räume. Man kann in 4 Räumen am Anfang reingehen. Und man teilt sich quasi auf die Räume auf und sagt, okay, gut, der Raum ist ready und kann gemacht werden. Und ja, ich guck mal, welcher Raum am Ende frei bleibt. Ich folge einfach mal unserem Beschwörer. Und ja, jetzt sind quasi hier die Räume quasi, da kommt dann eine Ansage, jetzt kann es losgehen. Das macht man per Chat oder per PDF. Oder ja, wie hier im Chat, 2 ready, 1 ready und dann können die beiden loslegen. Wenn dann 3 ready ist und 4, können die auch loslegen. Also 1 und 2 müssen gleichzeitig, 3 und 4 müssen gleichzeitig. Und dann kann man in Raum 5. So, und da ready heißt in dem Sinne, dass ein Illusionist nur noch steht. Und ja, jetzt kann man quasi sagen, 3 ready. Und wenn dann 4 auch ready ist, kann es losgehen. Ja, jetzt kann es losgehen. Ich mache den Illusionisten. Danach sind die hier angreifbar. Müssen möglichst schnell gekillt sein. Achtet hier darauf, dass ihr als erstes die Ads macht. Ab und zu kann es halt auch schon mal vorkommen, dass die nicht ganz so viel Schaden bekommen. Ja, achtet, wenn ihr die Ads besiegt habt, dann sind die in der Regel auf dem normalen Mob gut angreifbar. Und jetzt sieht man hier schon, das zweite ist das erste, das dritte und jetzt gleich kommt dann auch noch das vierte Siegel worden. Quasi entfernt. Dann können wir jetzt in den 5. Raum gehen. Der ist jetzt gleich quasi frei verfügbar. Wenn dann auch das wird. Ja, ist auch fertig. Ja, ihr seht schon, ich habe schon 2 Quests abgeschlossen. Jetzt fehlt quasi nur noch der Endboss. Keine Sorge, bei dem werdet ihr alle Phasen sehen. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Und das ist auch der essentiell wichtige Boss. Weil der schon etwas länger dauert, der Fall. So, hier der letzte Raum, wieder dasselbe. Wenn alle Illusionisten besiegt sind, kann man quasi hier die Monster angreifen. Hier gibt es auch einen Erfolg dafür. Wenn man alle 5 Räume einmal gemacht hat, kriegt man Erfolg. Wenn man die 10 mal gemacht hat, 100 mal. Das heißt, 1000 mal gibt es, glaube ich, nicht. Ja, ein bisschen unterschiedlich.
So. Wenn wir den Raum hier fertig haben. Ja, alle dunklen Barrieren wurden entfernt. Jetzt kann man zum Boss gehen. Wenn ihr am Boss scheitert und alle aus dem Raum rausgehen, müsst ihr das nochmal machen. Also ihr könnt diese Räume tatsächlich farmen. Und jetzt kommt das Video, das heißt, ich halte mal kurz meine Klappe. Ja, das ist der Endboss. Man sieht schon. Sieht gefährlich aus, ist er auch. Ja, wir sind jetzt alle da. Wir sind alle ready. Und als erstes wird der Boss quasi angestürmt, gestunt, hochgehoben. Wenn man das denn kann in der Gruppe. Dann wird Schaden gemacht. Der wird jetzt sehr viel herumspringen, irgendwelche Attacken machen, denen man ausweichen muss. Und wenn der wieder bei 90% ist, kann man quasi als Parkierer buffen, dann springt er nämlich quasi an einen Ort, ist die ganze Zeit angreifbar und wir machen auch Nahenkämpfer viel Schaden. Ansonsten machen nämlich die Nahenkämpfer hier nicht so viel Schaden, weil der eben dauernd rumhüpft. Man kann den Buff nicht komplett ausnutzen und ja, er wird dann gleich bei 90% seelengebundene Augen machen quasi. Dort muss man dann zu dem Boss hingehen. Der Spieler, der am weitesten entfernt ist, wird quasi zum Marker und darf weiter angreifen. Der Rest muss quasi ab einem gewissen Punkt, wo ich dann auch gleich nochmal sage, jetzt aufhören anzugreifen. Ich will schon mal meinen Geist, weil der geht jetzt relativ schnell runter und dann kann ich auch jetzt gleich direkt den Waffen machen. Ja, hier zeigt sein wahres Gesicht, das ist quasi das Stichwort. Jetzt Waff schmeißen. Jetzt bleibt er hier erstmal stehen, springt jetzt leider nochmal so hin. Und jetzt ist es quasi so, dass alle hier davor laufen müssen. Und man sieht jetzt letztendlich sehr wenig. Ja, deswegen. Jetzt kommt quasi die AOE irgendwo hin, wo niemand sonst stand. Und so sollte es nicht gehen. Ja, normalerweise müssen alle auf einem Fleck stehen und dann funktioniert das Ganze auch. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen das zeigen wollten. Das ist so ein bisschen Wundertüte gerade, weil normalerweise läuft das. So, jetzt gleich wird er in die Mitte springen. Ja. Jetzt noch nicht. Gleich wird er quasi in die Mitte springen und wieder einen Angriff machen, wo man herangezogen wird. Und dann muss man ihn quasi ja, stunnen oder betäuben. Und in der Regel wird dort Betäuben gemacht, weil gewisse Klassen das halt nicht haben können. Hier den AOEs ausweichen, so gut es geht. Ne? Manchmal macht er das auch jetzt hier so ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt macht er das wieder. Und jetzt müssen wir uns quasi alle in die Nähe des Beschwörers stellen, weil der kann unsichtbar machen. Dort habt ihr auch hier etwas gesehen. Ja, Hexline darf weiter angreifen, weil so eine rote Feuer-AOE um sich hat. Jetzt darf man wieder angreifen. Wenn man das macht, kriegt man Buff drauf und alles ist gut. So. Kriegt keinen Schaden. So, jetzt macht der dunkle Leere. Das war eigentlich das, was ich eben gesagt habe, dass der das macht. So drücken dann die Leute immer Tab. Und ja, man kann ihn dann schön angreifen, hochheben und so weiter. Das ist kein Problem. Ab und zu wird auch mal ein Spieler gegriffen, dann wirft ihr nichts an. Ich gehe eigentlich schon fast davon aus, dass ich gleich gegriffen werde. So, ich kann jetzt eigentlich wieder, auch wenn ihr jetzt viel rumhopst, mache ich mal schnell meinen Buff. Ja, Assassinen-Buff kann dann auch in der Regel gleichzeitig gemacht werden, wenn ich das Vierer-Buff. Kann man sich so absprechen und dann gucken, ob das funktioniert. Ja, wir laufen ja auch mit Lois dabei, also Fallfutter haben wir auch theoretisch dabei. Im Moment geht das ganz gut. So, jetzt macht er wieder seinen dämonischen Kriege. Das heißt, er schaut wieder jemanden zu. Derjenige, der am weitesten steht, ist jetzt theoretisch Marker. Aber wir haben den Boss so weit, dass es theoretisch auch mal gerne einer gegriffen wird, weggeschleudert wird und derjenige ist dann
ja, ein Fake-Marker gewesen und dafür wird dann ein anderer Marker. So, jetzt kann ich wieder angreifen, wenn alles gut läuft. Haben wir das Ganze hinbekommen. So, dunkle Leere, wir werden wieder rangezogen. Ich bin dann immer direkt weg. Die anderen müssen Betäuben machen und jetzt gleich müsst ihr dann auch jemanden würgen. Und wenn ihr das macht, erleidet er quasi eine tiefe Wunde und verliert Leben. Und dadurch geht dieser Boss halt deutlich schneller rauf runter, als es sonst tut. So, jetzt hat er mich gegriffen. So. Genau dort darf man ihn dann halt nicht dann wieder schlagen. So, mal gucken. Oh, das war wieder knapp. Ja, man wird dann schön unsichtbar. Wird dadurch von dem Angriff nicht getroffen. Gibt keinen Schaden. Derjenige, die, also stirbt dann auch niemand oder so. In der Regel macht man dann halt denjenigen, der Marker ist, das Leben zur Hölle. Der muss nämlich auch dort in der Nähe stehen, ansonsten. So, jetzt macht er wieder seine schönen AOEs. Ja, der Z-Skill drückt Z und er macht es nicht. Das passiert mir so häufig, wenn ich sehe quasi, ah, ich stehe zwischen zwei, die sind so nah aneinander, dass ich getroffen werde auf jeden Fall. So, jetzt müsste gleich wieder jemanden greifen. Oder auch nicht. Ja, da, er leidet tiefe Wunde, hat viel Leben verloren und ja, ist jetzt gleich quasi tot. Und hat noch über 3 Minuten. Das lief heute echt bombastisch. So. Wir haben den Boss geschafft. Da ist nochmal der Marker-Buff hier. Diese Feuer-AOE, auf die ihr achten müsst. Wir haben leider keinen Legischmuck bekommen, also keinen Ring. Theoretisch funktioniert das alles so. Das lief natürlich jetzt mega smooth, weil viel Angriffskraft durch den Buff und gute ausgerüstet. Vielleicht mache ich irgendwann, wenn der Buff dann nicht mehr ist, wegen dem Event, mal ein Video nochmal mit Zitadelle. Ich habe jetzt erklärt, wie es theoretisch geht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten könnt ihr das gerne in den Kommentaren anmerken. Für mich ist das so ein bisschen schwierig als Paktierer, weil ich hier kaum was beachten muss, noch den ganzen Kram zu erklären, den andere machen müssen. Das ist halt nicht immer ganz einfach. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal vielen Dank an die Gruppe, dass ich das aufnehmen durfte, ist auch nicht selbstverständlich. War ein guter Run, dass das einmal jetzt am Anfang nicht geklappt hat, hat dann auch, glaube ich, mal verdeutlicht, was passiert, wenn man es denn nicht macht. Ja, bis dann, euer Itsu.